Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich werde euch heute wieder ein paar Sachen zu Wayfarer zeigen. Erstmal gehe ich auf meine Statistik ein, wie sich die verändert hat, nämlich zum Positiven. Endlich mal wieder. Ich habe jetzt 81% auf meinem Upgrade, das heißt, ich habe 11% dazu bekommen und ich habe letztes Mal 10 Bewertungen durchgeführt und ich bin jetzt mittlerweile wieder auf Super gerutscht. Sehr gut, finde ich super. Upgrade habe ich immer noch zur Verfügung, noch nicht eingesetzt. Wäre aber jetzt mal wieder möglich. Als nächstes zeige ich euch meine letzten Einsprüche. Mein letzten Einspruch, den ich ja gemacht habe, müsste ungefähr 2 Monate alt sein. Dieser hier ist fast schon 1 Monat alt. Nächste Woche Montag kann ich einen neuen Einspruch einlegen. Sieht nicht gut aus. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie jetzt schon 6 Monate warten. Also irgendwie ist es komisch. Ich hoffe, Niantic holt da irgendwann mal wieder mal ein bisschen was nach. Also man hat das Gefühl, es tut sich gerade gar nichts. Und alles, was länger als ein Jahr ist, ist irgendwie nicht befriedigend. Überhaupt nicht. Also 6 Monate, ich finde, es ist 6 Monate ist so eine Grenze, wo ich sage, okay, kann man noch akzeptieren. Aber danach sollte es dann eigentlich jetzt mal langsam mal sich was tun, finde ich. Mal sehen. Also, das ist das. Und dann gibt es eine neue Version von Wayfarer, die 489. Und da gibt es folgende Informationen dazu. Die Upgrades wurden gefixt. Also, da gab es ja Probleme. Man konnte ja Upgrade Next nicht auswählen. Man konnte nur ein Upgrade benutzen, wenn man eins hatte, sofern man die Einstellung geändert hat. Ne? Also, ich hatte euch das ja mal gezeigt. Hier in den Einstellungen konnte man das hier abstellen. Upgrade automatisch verwenden. Das habe ich abgeschaltet. So kann man jetzt immer selber bestimmen, was man upgraden will. Deswegen habe ich jetzt auch aktuell noch ein Upgrade. Und da mussten sie was reparieren. Man kann jetzt also Upgrades, Next Upgrade machen und auch normales Upgrade. Das habe ich auch schon gesehen. Wenn ich jetzt eine Einreichung habe, wo ich ein Upgrade drauf machen kann, dann kann ich entweder Next Upgrade oder sagen, jo, ich will das jetzt upgraden. Außerdem kann man auch bei Bewertungen, die gerade in der Abstimmung sind, ein Upgrade geben. Das finde ich auch sehr gut. Schön, dass sie das gefixt haben. Dann muss ich gerade mal kurz gucken, was hier noch so steht. Ich glaube, das wäre dann jetzt hier vielleicht dieser Bereich. Obwohl, das ist ein. Nee, das ist einfach nur nochmal die Erklärung, auf was sich das Ganze bezieht. Hätte ich gesagt, weil das habe ich euch gerade erklärt. Nee, ich denke, das passt. Ja, das ist die Änderung. Es tut sich tatsächlich in Wayfarer gefühlt gerade sehr wenig. Also es gibt kaum Neuigkeiten, was mich ein bisschen wundert. Ne? Also, wobei 10. Juni, Nachrichten, gerade mal kurz reinschauen. Bin gerade etwas überrascht. Ach so, ja, Juni Community Day, okay. Das, aber trotzdem, ne? Mai, Juni, es ist schon, da hat man eine Zeit lang mehr Informationen gegeben, definitiv. Ja, sie sind halt im Juni beim Community Day in San Francisco oder so. Also für uns leider total uninteressant und deswegen habe ich das jetzt auch hier nicht weiter erwähnt. Aber ansonsten sind halt wenig Informationen. Als nächstes schauen wir uns diesen Beitrag an. Hier hat jemand nachgefragt, wie sieht es denn mit Graffiti in der Nähe von einer Schule aus? Also hier ist es definitiv diese Schule hier. Diese Schule hat 12 bis 16, 18 Jahre Schüler. Und diese Schule fällt also auf jeden Fall in diese K12-Regelung. Und das Schulgelände ist ja eindeutig, geht eindeutig hier bis zu der Wand. Und an dieser Wand sind Graffiti. Ich habe mir den Aufwand gemacht und habe euch die Graffitis mal rausgesucht. Das einzigste schöne Graffiti ist dieses hier. Alle anderen sind tatsächlich schon in Richtung Tags. Klar, sie sind zwar etwas aufwendiger gemacht worden, die ganzen anderen Graffitis. Die sehen auch manchmal, sehen eigentlich auch ganz hübsch aus. Aber
hier muss man deutlich dazu sagen, diese Graffiti sind wahrscheinlich nicht von Dauer. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die hier eventuell gelten. Also nicht nur das, also sie sind erstens nicht von Dauer und zweitens sind sie direkt an einer Schule, was nicht erlaubt ist. Und dementsprechend, das hier, egal was hier eingereicht wird an dieser Wand oder hier unten noch, an dieser Wand, das ist alles abzulehnen. Da stimme ich auch voll und ganz zu, also das geht nicht. Das ist direkt an der Schule. Genau, aber hier, so habe ich das im Endeffekt auch hier rausgelesen. Die Diskussion geht dann später sogar nochmal in eine ganz andere Richtung zum Thema Graffiti und Wandmalerei. Genau, das hier zum Beispiel, das ist leider auch eigentlich ein Graffiti und kein wirkliches Wandbild. Ja. Das ist auch illegal dorthin gesprayt worden. Aber ich sag mal, bei Verteilerkästen kann man das manchmal nicht erkennen. Also ich glaube, wenn ich meinen allerersten Verteilerkasten besprühe, dann denkt bestimmt auch jeder, das ist illegal dorthin gemacht worden. Und in Wirklichkeit werde ich ja versuchen, mir eine Genehmigung zu holen. Also von daher, mal sehen. Okay. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch damit auch mal ein bisschen weiterhelfen, was solche Graffitis angeht. Mal sehen, was die Bewertung jetzt so hergibt. Wir gehen jetzt mal da rein in die Bewertung. Am Torbogen. Sandstein-Torbogen. Karlstadt. Mhm. Historisches Bogen. Oh, ich liebe es. Aber ja gut, das ist die automatische Tastatur. Du schreibst historischer und er macht einfach historisches Bogen draus, kenne ich. Macht meine Handy-Tastatur auch gerne. Aber ist das jetzt ein Wayspot? Da bin ich jetzt selber tatsächlich etwas überfragt. Das reicht mir eigentlich theoretisch nicht. Die Straße heißt sogar so. Das ist natürlich klasse. Aber die Straße heißt doch jetzt nicht deswegen so. Wegen diesem einen kleinen, klitzekleinen Torbogen doch nicht, oder? Das ist jetzt halt die große Frage. Und wo ist der Nachweis dazu? Das reicht mir alles nicht. Das ist mir zu wenig. Ich brauche mehr Informationen. Das ist, also bei so einem Kandidat brauchen wir einfach mehr Informationen. Da bin ich nicht dabei. Sagen wir es mal so. Absenden. Nächstes. Natürlich. Ich wollte gerade sagen Frankreich, aber es ist doch nicht Frankreich. Ein Balanceboard. Cool, aus Hamm. Das ist ein tolles Teil. Das sieht gut aus. Spiel, Sport und Trainingsgerät. Ein Mix aus, ja. Aus. Leute, überprüft doch wenigstens eure Texte vorher, bevor ihr sie abschickt. Und korrigiert sie dann auch, wenn ihr merkt, dass ihr euch vertippt habt. So, Weststraße. Ja, jetzt müsste man gucken, ob man irgendwie den Ort hier bestimmen kann. Also hier könnte man zwar aus dem Telekom-Shop oder was wir hier gerade sind, rausgucken. Erst Telekom-Shop, aber man kann es leider nicht erkennen. Und auf dem Satellitenbild keine Chance, nicht erkennbar. Wir wissen nicht, ob es dort ist. Das Umgebungsfoto war, glaube ich, auch viel zu ungenau. Also, wenn jetzt hier auf diesem Bild, wenn man zum Beispiel Querformat benutzt hätte, dann hätte man jetzt vielleicht den Telekom-Shop noch mit draufkriegen können und dann hätte ich definitiv einen Beweis, dass wo es sich denn ungefähr befinden könnte. Wenn man jetzt mal hier reinschaut, nochmal das Männchen hier auswählt, dann ist hier der Telekom-Shop. Ja. Wenn die Nadel jetzt hier gewesen wäre und tatsächlich der Telekom-Shop mit auf dem Foto wäre, könnte ich zumindest sagen, ja, es befindet sich in diesem Umkreis hier. Aber so aktuell gar nicht. Nicht erkennbar. Es ist, glaube ich, auch nur ein einziges 360-Grad-Bild, also ich kann nur das sehen, was ich jetzt hier gerade sehe und ich sehe zu wenig.
Dementsprechend muss ich sagen, ich kann den Ort nicht bestimmen. Der Einreicher hat mir einfach zu wenig Informationen gegeben. Ansonsten hätte ich das Ding angenommen, wenn das hier richtig eingereicht wäre. Nicht übereinstimmter Ort ist dann mein Ablehnungsgrund. Ja, Frankreich. Ich frage mich gerade echt, warum ich schon wieder Frankreich reinbekomme. Ich hatte gedacht, mein Standort würde in Richtung Speyer oder so sein. Beim Technikmuseum habe ich gedacht, ich hätte was gemacht, aber vielleicht habe ich es auch nicht gemacht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht kam ich wieder nicht an das Portal beim Mittagessen und habe es dann sein gelassen und habe es dann wieder vergessen. Und gestern habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also, ja, Speyer und gestern Sinsheim. Ja. Na gut, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich überspringe das erstmal. So, eine Litfaßsäule. Ach, guck an, Speyer. Das ist kein Wayspot. Wie hat denn der das hier begründet? Es gibt nur noch wenige Litfaßsäulen in der Umgebung. Ständig werden Infos zu neuen Veranstaltungen daran befestigt und direkt neben der Bushaltestelle ist es auch ein reger Treffpunkt für Poketrainer. Also, der Text ging schon gut los, fand ich erst ganz interessant, aber jetzt hier dann wirklich tatsächlich Poketrainer nochmal zu sagen, nicht gut. An sich sage ich grundsätzlich, eine Litfaßsäule ist kein Wayspot. Auch wenn schon viele davon schon im Spiel sind, heißt es nicht, dass das ein Wayspot ist. Das ist einfach nur eine Werbefläche und eine Werbefläche ist kein Wayspot. Abgelehnt, sonstige Kriterien. Ich denke, ich muss da jetzt keinen Text dazu schreiben. Mal sehen. So, ein Brunnen in der Schweiz. Ist das ein Trinkwasserbrunnen? Das scheint so. Ich spende durstigen Reisenden Wasser. Also das klingt tatsächlich nach einem Trinkwasserbrunnen. Trinkwasserbrunnen finde ich toll, ist aber schon im Spiel. Dementsprechend Duplikat absenden. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich schon? Machen wir hier nochmal einen neuen Tab offen. So, gucken wir mal kurz nach. Es sind noch 6, okay. Gebera. Das sieht fast privat aus, wobei das hier vielleicht der Gehweg sein könnte. In Öhringen. Bildhauerei aus Sandstein. Na, ob das wirklich Sandstein ist, ich weiß nicht. Es ist ein öffentlicher Weg, so wie es aussieht. Bildhauerei am Rande einer kleinen Parkanlage. Parkanlage. Oh, das wäre schön gewesen, wenn man das Foto dann vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, weil die Parkanlage hätte ich gerne gesehen. Das könnte sonst was sein. Haben wir hier irgendwas in der Nähe? Also wir haben eine interessante Wegführung hier. Diese grünen Striche, das ist mir was völlig Neues. Oder die gestrichelten Linien. Das habe ich jetzt auf Google Maps so noch nie gesehen. Solche Wege. Aber wir haben leider in der Nähe so nur allerhöchstens den Spielplatz. Aber am Spielplatz scheint es ja dann nicht zu sein. Mal gucken, was das Satellitenbild dazu sagt. Kann man hier irgendwas erkennen? Schwierig sogar. Also Parkanlage, also wenn der Standort wirklich stimmt, was er hier ausgewählt hat, dann ist das definitiv keine Parkanlage, sondern Privatgrund. Und zwischen den beiden Privatgründen ist ein Weg rein, aber dieser Weg ist nicht öffentlich, aus meiner Sicht. Also das, was ich hier sehe, ne. Sieht privat aus, wird abgelehnt als privat. Ort, privates Wohngelände abgelehnt. So. Dann haben wir hier in Dannstadt Schauernheim. So. Eine Clownfigur. Sieht gut aus. Es kommt jetzt halt nur noch drauf an, wo steht die denn? Sie steht direkt am Fußgängerweg, aber was für ein Gebäude ist dahinter? Ist öffentlich erreichbar und muss kein Privatgrund dafür betreten werden. Ja, ist immer so eine Sache, sowas reinzuschreiben. Hatten wir ja in der letzten Folge, glaube ich, ne? Wenn man sowas reinschreibt, schauen die Leute noch genauer hin. Also deswegen sollte man sich vielleicht überlegen, das vielleicht nicht immer dazu zu schreiben.
So, Kindergarten. Abgelehnt. Weil Kindergarten. Kindergarten ist nicht erlaubt. Hat also hier überhaupt nichts mit Privatgrund zu tun, sondern es geht hier um den Kindergarten, weshalb man das ablehnen muss. Ja, andere Kinderbetreuung. Kindertagesstätten, da. Kindergarten, darunter zählt das. So, das müssten jetzt noch 4. Rondo, okay. Kann ich das auch nochmal von weiter weg sehen? Das sieht so komisch fotografiert aus. Ist das jetzt wirklich ein Gerät zum Spielen oder was ist das? Ja, das sieht zwar besser aus, aber das Umgebungsfoto ist nicht so toll. Also ja, das ist ein Spielgerät. An sich wäre das schon mal ein Wayspot, okay. Dann ist das noch nicht drin. Ist das irgendwie in den Niederlanden oder was? Also diese Dinger hier sehen immer für mich aus, als wäre das in den Niederlanden. Ah ja, tatsächlich Niederlande. Nicht Holland. Holland ist nur ein kleiner Teil von den Niederlanden. Irgendwo hier hinten ist irgendwo Holland. Kann man das hier sehen? Wenn man hier an die Grenze geht. Nee. Irgendwie kann Google Maps die Provinzen hier nicht angeben. Obwohl doch hier, doch Südholland. Ha, gefunden. Da, Südholland, Utrecht. Genau, da ist Südholland. Aber dann, es gibt nicht einfach nur Holland. Es gibt Südholland und es gibt noch ein anderes Holland. Wo waren wir jetzt eigentlich? Hier sind wir. So, an sich sind wir da, aber das bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Ah, Street View. Wo waren wir denn hier? Ah, es geht um das Spielgerät. Schon total abgelenkt, hey. Alles nur, weil es Niederlande ist. So, das Spielgerät ist hier nicht drauf. Und das Ding ist von 2021. 09, also September. Wir haben Juni 2022, ist über ein Jahr alt. Könnte also hier drauf sein. Okay. Das würde dorthin passen. Sehen können wir es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, 3 Sterne könnte man dafür geben. Wenn nicht sogar weniger, weil das Problem ist, wir sehen hier nur eine einzige Hausdachfläche. Und das sieht schon ein bisschen anders aus. Also die Fläche hier hat quasi nichts mit dem Umgebungsfoto zu tun. Das sieht für mich nicht gut aus, nein. Der Grund ist, schaut euch mal ganz genau den Hintergrund an. Wir haben hier eine Gehfläche und dann haben wir, warte, ich mache es mal größer. Wir haben hier direkt angrenzend ein Haus und einige Abstellmöglichkeiten. Keine Ahnung, Schuppen oder ja, vielleicht Schuppen so für Fahrräder oder Mülltonnen, ne? Das ist, wie man es halt kennt. Also jetzt nicht Parkplätze oder so oder sowas. Nee, das nicht. Also ich glaube, das ist ganz woanders aufgenommen. Abgelehnt, weil der Ort kann nicht bestimmt werden. Vielleicht ist es sogar gefälscht, aber das lasse ich jetzt mal. Das kann ich jetzt nicht eindeutig erkennen, deswegen erstmal einfach. Der Ort kann nicht bestimmt werden. So, das heißt, ich habe jetzt nur ein bisschen lang gequatscht, ne? Haha, zack, wieder auf gut runter. Noch 3. Kleiner Spielplatz. In Buchen. Das Foto ist jetzt vielleicht nicht in den besten, doch eigentlich ist es in sehr guten Lichtverhältnissen aufgenommen worden. Ist ein schöner Spielplatz, okay. An sich ist das gut. So sieht das Ganze aus. Das Fotoformat kann bei Fever nicht so gut, aber es funktioniert trotzdem. So. Man kann es eigentlich schon gut erkennen, wenn man es dann mal groß macht. Also wir haben hier auch noch einen Sandkasten und nochmal so ein Gerät, auf dem man spielen kann. Das sieht gut aus, steht öffentlich an der Wohnanlage, sehe ich auch so. Das hier ist aber direkt nebendran.
Nur ist das Ding jetzt grün und das Ding war auf dem anderen Foto, war es aber rot, ne? Also hier ist der Sandkasten. Hier, das müsste doch so ein Stück sein von dem anderen Teil. Was? Hier, Umgebungsfoto. Da ist das Ding aber rot. Hä? Sind die Dinge auf der anderen Seite grün oder was? Naja, gucken wir mal auf dem Satellitenbild, wie weit das auseinander ist. Sobald ein Weg dazwischen ist. Ja, toll. Auf dem Satellitenbild können wir gar nichts erkennen, weil das viel zu alt ist. Das sieht aber schon sehr identisch aus. Okay, warte mal, wir machen mal einen Direktvergleich. Also, wir machen das Ding hier mal hier rein. Dann machen wir das hier mal hier hin. So, dann scrollen wir mal hier rein und machen jetzt mal einen Direktvergleich. Nee, das ist ein anderes. Okay. Sandkasten können wir nicht vergleichen. Da würde ich sogar fast sagen, sind quasi identisch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich dieser Spielplatz... ja, zweimal gibt, aber der eine hat hier rote Tierchen und das andere hat grüne Tierchen. Tatsächlich. Unglaublich, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie sind weit genug auseinander, dass an dieser Wohnanlage eins ist und aber dass dieser Standort eventuell nicht ganz richtig ist, weil der müsste eigentlich hier sein. Also ich würde dem Standort Minimum 3 Sterne geben, wenn nicht sogar weniger. So, also das ist ein Wayspot. Spielplätze sind wir immer bei historisch-kulturell, optisch einzigartig, sicherer Zugang. Standort kriegt 3 Sterne, wenn nicht sogar vielleicht weniger. Ich finde es ein bisschen blöd, vielleicht ist auch dieser Standort nicht gut gewählt, wissen wir nicht. Weil man sieht es einfach nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das sind 2 unterschiedliche Spielplätze, die absolut krass identisch gemacht worden sind. Bis auf die Tierchen, dass sie unterschiedliche Farben haben vielleicht. Spielplatz, Spielgerät, Bank. Bank interessiert nicht. Es geht ja hier nicht um die Bank. Ja. Mal sehen. Absenden. Das heißt noch 2, ne? Ja. Noch 2. 2 hübsche Bilder. Sind beide in Ordnung. Können beide genommen werden. Weiter. Und dann müsste das jetzt hier das letzte sein, in Karlstein am Main. Ein Labyrinthschild. Das Schild ist zwar nicht sauber, aber das macht nichts. Gehört halt dazu, zur Verwitterung der... Das ist normal. Aber das Schild... Warum gibt es hier schon ein Schild? Nur, dass dieses andere Schild ist halt sauber, ne? Das Mainvorland als attraktiver Lebensraum erfüllt alle Kriterien und gestiftet von der Gemeinde. Nö, steht kein Hinweis darauf, dass dieses Schild irgendwie doppelt sein könnte. Also wird es als Duplikat abgelehnt. Damit müssten wir, glaube ich, durch sein. Müssten 10 gewesen sein. Schauen wir mal. Ja, das waren 10. Ja, von super wieder auf gut. Vielen Dank auch. Warum auch immer. Naja. Wir hoffen einfach mal, dass Wayfarer sich irgendwann mal verbessert, dass man so die Sachen, die man mal bewertet hat, dass man auch die Entscheidung sehen kann, damit man überhaupt irgendwas lernen kann. Wäre zumindest toll. Oder man könnte dann auch Niantic sagen, hey Leute, also das kann ja nicht sein, dass das abgelehnt worden ist. Dass man da auch mal Beschwerde einreichen kann. Für Sachen, die man nicht selber eingereicht hat zum Beispiel. Ja. Naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Informationen und meine weiteren Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal, auf dem ich theoretisch am Mittwoch wieder streame zur Rätstunde in Pokémon Go. Bis zum nächsten Mal. Batsch!